Mahlzeit. Also wer jetzt in dieses Thema einsteigt, ich hatte vorhin die Seiten 97 bis 100 behandelt und jetzt gehe ich weiter auf der Seite 100 nochmal, da geht es noch ein bisschen weiter. Und ich verlinke euch natürlich wieder das Skript, sodass ihr nachgucken könnt und wir gehen da gleich mal rein. 97, 98, 99, 100. Und zwar hier unten. Es geht um die Antriebsarten. Das ist auch eine Frage im Buch. Und zwar, es geht um den dieselelektrischen Antrieb. Ich hatte, das habe ich im vorigen Video gemacht, nochmal zur Ergänzung die hydraulische Kraftübertragung mit angedeutet. Die rein mechanische ist zu einfach. Die kennt jeder aus einer typischen Kraftfahrzeugkupplung. Und das ist für solche Kräfte im Bahnbetrieb auch kaum möglich. Die kann man bei kleinen Loks noch erwarten, aber jetzt hier bei den großen Massen ist das eigentlich Quatsch, das macht keiner. Gut, jetzt zum dieselelektrischen Antrieb. Hier haben wir das, naja, einfache Bild ein oder eine einfache Skizze einer Diesellok, denn um die geht es. Das habe ich aus Wikipedia, dieses Bild. Und ich habe hier die englischen Sachen mal übersetzt, damit keiner sich wundert. Ein Dieselmotor hat ja folgendes Problem. Das kennt ihr vom Kraftfahrzeug, wenn ich da keine automatische Kupplung habe, also kein Automatikgetriebe, sagt man ja heute bloß noch, da ist schon eine automatische Kupplung drin. Und genauso ist es überhaupt auch beim Ottomotor. Bei geringen Drehzahlen, da ist das, haben die ein ganz schlechtes Drehmoment. Das heißt, man wirkt den ab, den Motor, ne? Wenn man einfach so in den Gang reinlegen würde, das knackt nebenbei noch. Aber bei geringen Drehzahlen, um auch vorsichtig und langsam anzufahren, hat das keinen Sinn. Deswegen hat man sich hier was einfallen lassen, eine mechanische Kupplung, um den Motor, den Dieselmotor letzten Endes mit den Rädern zu kuppeln, sage ich mal. Das fiel aus, das war für große Loks nicht mehr möglich. Und da haben die sich was überlegt. Und zwar, ich habe hier den Fuel Tank, also Kraftstofftank. Da ist eben die Zuleitung zum Dieselmotor. Hier in diesem Fall ist ein V16, ist egal, es gibt so viele Varianten. Ich gehe jetzt auf den anderen Kram jetzt mal gar nicht ein, denn das brauchen wir jetzt nicht für das Wirkprinzip. Sondern jetzt geht es darum. Es wird über eine ganz einfache Welle ein Generator angetrieben, ein richtiger Stromgenerator. Und der erzeugt AC, also Alternate Current, das ist der Wechselstrom. Das ist typisch für Generatoren. Es gibt auch gleich Stromgeneratoren. Aber die haben im Allgemeinen dann Bürsten, Kohlebürsten tatsächlich wirklich, und die schleifen gerne ab und das ist natürlich dann umständlich. Also wir nehmen hier einen stinknormalen Generator, wie man vielleicht auch aus Kraftwerken kennt, natürlich nicht so groß, oder wie wir es von Notstromaggregaten kennen, und produzieren damit einstweilen Wechselstrom. Jetzt kommt es darauf an, was ich für eine Variante der Lok habe. Ich gehe dann gleich nochmal hier drauf ein. Es gibt Gleichstromgeneratoren mit Gleichstromfahrmotoren oder Drehstromgeneratoren mit Diodengleichrichtung und Gleichstromfahrmotoren und Drehstromgeneratoren mit Drehstromfahrmotoren. Aber ich gehe dann gleich nochmal drauf ein. Wir haben es hier, da es gleichgerichtet wird, denkt man, ach, dann haben wir hier also Gleichstrommotoren. Ah, vorsichtig. Nein, wir müssen einen Umweg gehen. Über den Gleichrichter wird ein Wandler, ein Wechselrichter angesteuert, der erzeugt auch wieder AC, also den Wechselstrom, allerdings in anderen Spannungs- und Stromgrößen. Das ist umständlich, ich weiß. Aber das hat folgende Vorteile. Ich kann nämlich an diesen Stellen hier, kann ich gut eingreifen, was die Leistungsregelung angeht. So, dann erzeugt er also auch wieder Wechselstrom und der Wechselstrom wird einzeln auf die Fahrmotoren der einzelnen Achsen gegeben. Umständlich. Aber wo ist der Trick? Ihr habt es vielleicht schon mal gehört, wenn ihr mal eine Diesellok anlaufen oder losfahren hört, dann geht der in eine gleichmäßig hohe Drehzahl, aber der Zug, der rast nicht gleich los. Ja, könnte man sagen, der ist schwer. Ja, das auch. Aber weil er so schwer ist, würde eine geringe Drehzahl, ne, würde nicht helfen, wenn ich eine direkte Kupplung zu den einzelnen Achsen hätte. Also dreht der schon mal los und jetzt kann ich, der Generator, der dreht in der gleichen Drehzahl mit, jetzt kann ich aber hier nicht am Gleichrichter direkt, aber an der Stelle kann ich ganz einfach den Strom, der hier in den Wandler reinfließt, den kann ich regeln. Den kann man relativ einfach und billig und kostengünstig also regeln. Und wenn ich den Strom regle, dann wird hier entsprechend wenig Strom und Spannung produziert und wenig Spannung demzufolge auf die Motoren gegeben.
Das ist die eine Variante. Das war jetzt ganz grob gesagt und ich gehe jetzt hier ganz einfach später erst nochmal auf Drehstrom und so weiter ein. Also, nochmal, konstante hohe Drehzahl. Ne, wir hatten ja gesagt hier im vorigen Video, ich habe es hier mit einer hohen Drehzahl auf der einen Seite zu tun, mit geringem Drehmoment, relativ gering. Und ich will aber ein hohes Drehmoment, damit ich die ganzen Wagen alle ziehen kann, erzeugen. Aber ich möchte auch langsam anfahren können, also eine geringe Winkelgeschwindigkeit. Demzufolge kann ich also eins machen. Ich gebe hier eine hohe Drehzahl rein. Der Generator erzeugt entsprechend meinen Wechselstrom. Der Gleichrichter richtet ihn gleich. Ich kann an der Stelle hier regeln, wie viel hier unten ankommt, weil ich dem Wandler oder Wechselrichter, sagt man auch, ihr könnt ja mal dann googeln, weil ich dementsprechend weniger Spannung und Strom gebe. Dementsprechend schwach und vorsichtig fahren die Motoren also an. Achtung, jetzt kommen wir weiter dazu, zu den einzelnen Varianten. Ein Gleichstromgenerator, das ist nichts weiter als eigentlich ein Gleichstrommotor, bloß umgekehrt betrieben. Das kennen wir aus relativ alten Kraftfahrzeugen. Da haben wir Gleichstromgeneratoren. Also Lichtmaschinen, sagte man. Und mit diesem Strom, den ich da produziere, sage ich mal ganz unphysikalisch, kann ich dann auch sofort Gleichstromfahrmotoren antreiben. Das Prinzip eines Gleichstrommotors, falls es jemand wissen will, hier ist ein Link, draufgehen. Thema hier nochmal extra erklärt, nochmal langsam erklärt. Gut. Dann, wie funktioniert eine Diode? Kann man auch draufgehen. Eine Diode ist nichts weiter als Rückschlagventil. Also ich schicke Wechselstrom rein, hier Wechselstrom rein und es kommt Gleichstrom raus. Schick, ne? Rückschlagventil, weil der Strom kann nur in eine Richtung fließen. Typisches Rückschlagventil wäre hier zu. Wenn der Druck von hier kommt, kommt der Druck von der anderen Seite, öffnet das Ventil. Und diese Rückstellfedern und so weiter. Das habe ich hier aber in diesem Video extra nochmal erklärt. So, und jetzt zum Thema Drehstrommotor. Wir gehen mal auf diesen Link. Drehstrom sind letzten Endes, ich nehme mal hier dieses Prinzipschaltbild, sind letzten Endes nichts weiter als ein Generator, aber mit drei Spulen. Ich sage es jetzt mal ganz platt. Drei Spulen drin und hier drin läuft ein Magnet vorbei an den Spulen. Also erzeugt der mal hier gerade eine Spannung, wenn sich der Magnet weiterdreht, erzeugt er hier eine Spannung und hier eine Spannung. Und je nachdem, wo gerade der Magnet, der hier umläuft, kann Elektromagnet, kann sonst was für ein Magnet sein. Wo der gerade ist, habe ich auf dem einen, auf dem nächsten und auf dem dritten sogenannten Phasenleiter eine Spannung. Das heißt also, ich habe auf allen drei Leitern unterschiedliche Spannungen laufen. So, unterschiedliche Spannungen. Jetzt könnte ich sagen, naja gut, das ist ja auch blöd. Ich will ja immer eine schöne gleiche Spannung. Nee, der Trick besteht beim Drehstrommotor darin, dass ich ja auch sagen kann, dass eine war die Variante der Stromerzeugung und jetzt komme ich auch zur Variante der Stromausnutzung. Was ist denn, wenn ich jetzt das gleiche Ding hier, die Phasenleiter mit der Spannung mit dem Generator verbinde und auf der anderen Seite genau das gleiche Gerät habe? Naja, nicht ganz, aber selbst mit genau dem gleichen Gerät würde es gehen. Da mache ich aus dem Generator wieder einen Motor und je nachdem, wo der Strom gerade anliegt, da stellt sich innen drin der Magnet hin und auf dem Magnet ist wieder eine Welle befestigt, die dann entsprechende Drehmomente überträgt und produziert. Sage ich mal ganz platt. So, zurück. Ich habe also ein drehendes Feld und das gucken wir uns mal an. Das gibt es nicht nur bei sogenannten Drehstrommotoren, sondern auch bei Asynchronmotoren. Das sind Wechselstrommotoren, die hier auch mehrere Wicklungen haben. Und asynchron deswegen, außen habe ich wieder die vielen sich ständig ändernden Spannungen und innen drin nicht ganz so schnell fährt ein, deswegen asynchron, fährt ein Läufer mit, in dem dann wieder Spannungen induziert werden, der wieder Magnetfelder erzeugt und so weiter. Das bloß mal zum Thema Drehfeld, denn das kann man hier schön sehen. Aber wieder zurück zu unserer Lok. Was mache ich denn hier? Tja, wenn ich also hier ein Drehfeld erzeuge, und zwar ganz geschickt, so wie ich es haben möchte. Es kann sich langsam drehen, es kann sich schnell drehen. Es kann stark oder schwach sein. Dann kann ich dementsprechend die Motoren damit ansteuern. Darauf kam es mir an, das bis dahin. Und ich mache dann auf der Seite 101 weiter. Da kommen dann einige Sachen noch, die vielleicht interessant sind, aber das werdet ihr dann im nächsten Video auf jeden Fall sehen. Gut,
Das bis dahin, bis zur Seite 100 nochmal, also das ganze Thema nochmal ein bisschen näher aufbereitet. Es ging um den dieselelektrischen Antrieb. Jetzt sind schon 10 Minuten vergangen. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen dabei. Hinterlasst entsprechende Daumen oder nicht und gebt mir in den Kommentarteilen dann auch Hinweise, was ich besser machen soll oder welche Themen ich bevorzugt schon mal behandeln soll, damit ihr, weil ihr die gerade in der Berufsschule habt oder was auch immer, damit ihr die dann schneller verstehen könnt. Ich wünsche euch was Schönes. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.